Francis Schönewall, vor 300 Jahren ist Jean-Jacques Rousseau in Genf geboren worden. Ist er heute noch aktuell? Ich denke schon, er ist in dreifacher Hinsicht noch aktuell. Einerseits mit dem Stichwort Nachhaltigkeit. Wir bemühen uns heute um eine nachhaltige Bewirtschaftung der Natur. Und Rousseau hat geschrieben in seinen späteren Schriften, dass alles, was er geschrieben hat, eigentlich dazu dienen soll, Zerfallsprozesse einer falschen Bewirtschaftung der Natur und einer falschen Gestaltung der Gesellschaft aufzuhalten, retarder, also das zu bremsen. Und obschon er das anders ausgestaltet hat, damals inhaltlich, diesen Begriff der Nachhaltigkeit oder einen ähnlichen Begriff, ist genau das gemeint oder genau das ist heute noch aktuell. Und zweitens natürlich der Bürgerbezug des Staates, also das legitime Staatswesen ist nur dann quasi berechtigt, diesen Anspruch zu stellen, wenn es von den Bürgern konstituiert ist, wenn die Bürger das Gefühl haben, dass sie den Staat bilden und stiften und nicht einfach, dass sie irgendwelche Befehlsempfänger sind, also Bürgerbezug. Und drittens natürlich Kulturkritik, Technologiekritik, also einen kritischen Umgang mit dem Technologiewandel, eine Reflexivität in Bezug auf die Wissenschaften und was wir damit machen. Und dann sind viele andere Dinge durchaus noch aktuell. Nicht das Gesamtwerk und nicht die einzelnen Thesen vielleicht, auch nicht einzelne inhaltliche Punkte, die er vorgebracht hat. Ich bin mit vielem auch nicht einverstanden. Aber so an diesen drei Punkten kann man sich orientieren, wenn man die Aktualität Rousseaus diskutieren will. Ich habe in Lausanne an prominenter Lage an einem Kiosk habe ich diese beiden Zeitschriften gefunden und habe mir die gekauft. Und ich habe gestaunt, weil die lagen mitten in Tageszeitungen, also an einer Stelle, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, dass man Philosophiemagazine vorfindet. Sie haben ja lange Zeit in Genf gelebt. Würden Sie sagen, dass in der Westschweiz die Beschäftigung mit Philosophie oder mit Rousseau verbreiteter ist als in der Deutschschweiz? Ja, ich würde sagen, in der Westschweiz hat man natürlich dieses Glück, dass man einen großen Klassiker der Philosophie für sich reklamieren kann. Also Genf versucht das mit Rousseau, das ist auch nicht ganz falsch. Er ist ja dort geboren und stammt von dort. In der Deutschschweiz haben wir etwas Mühe, einen großen Klassiker, der auf der kanonischen Liste der Philosophie wäre, zu identifizieren. Als Deutschschweizer haben wir das nicht, aber insgesamt glaube ich, nicht, dass man in der Westschweiz jetzt mehr philosophiert. Es gibt auch in der Deutschschweiz in den Gymnasien zum Teil das Pflichtfach Philosophie oder ein Wahlpflichtfach. Also ich denke nicht, dass die Westschweiz insgesamt eine philosophischere Gesellschaft ist als die Deutschschweiz. Dennoch feiern Sie Ihren Rousseau jetzt mit Pomp und Gloria. Und obwohl eigentlich auch Rousseau selber irgendwann mal sagt, er wolle nicht mehr Bürger sein von Genf. Sie haben bereits angetönt, es gibt viele Bezüge zu Rousseau heute in der Philosophie. Sie sind ja Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich. Sie haben sich unter anderem spezialisiert auf die Frage der demokratischen Legitimität von Gesellschaften. Sie untersuchen auch, ob eigentlich die EU demokratisch legitimiert ist. Können Sie da auch von Rousseau noch etwas lernen? Ich denke schon, eben wiederum dieses Prinzip des Bürgerbezugs. Also keine politische Gemeinschaft, sei es ein Dorf, sei es ein Staat oder ein Kanton oder auch die EU, kommt um diese Frage herum, welchen Bezug hat diese Institution zu den Bürgern. Und seit Rousseau haben wir einfach einiges dazugelernt, dass das auch die Bürgerinnen sind und vielleicht auch die Migrierenden. Aber dieses Prinzip, dass auch größere politische Einheiten, wenn sie den Bezug zum Bürger nicht schaffen, dass sie dann in die Illegitimität abdriften, das kann ich durchaus noch von Rousseau nehmen. Würden Sie sagen, das ist genau das, was wir in der jetzigen Krise der EU ein Stück weit sogar sehen? Ich glaube, es ist genau die Herausforderung, letztlich diesen Bürgerbezug wiederherzustellen. Es ist natürlich nur ein Element dieser Krise. Es gibt auch so etwas wie die Resultate, die eine Regierung vorlegen muss. Aber Rousseau hat gesagt, eben eine Regierung hat Resultate, man muss sie an ihren Resultaten messen. Das kommt bei ihm im Contrasocial auch vor. Er hat nur ein Kriterium genannt, das ist Bevölkerungswachstum. Wenn das vorhanden ist, dann ist das für Rousseau ein Zeichen, dass irgendetwas stimmt im Staat. Heute würden wir das natürlich anders ausgestalten, diese Indikatoren. Aber es gibt also auch diese Resultatorientierung, aber auf der, wenn man sagen soll, Input-Seite, also da, wo die Bürger sich einbringen sollen, das muss auch gestaltet werden und das ist die große Herausforderung. Nicht nur der EU natürlich, auch Nationalstaaten sind wiederum neu gefordert, vielleicht bis hinein in die Gemeinde.
Rousseau war wahrscheinlich einer der schillerndsten Intellektuellen in seiner Zeit und bis heute eine extrem schillernde Figur. Er komponierte, hat viel Musik geschrieben, er kannte sich brillant in Botanik aus, er hat Romane geschrieben, die es zur Welt rumgebracht haben und er war natürlich ein sehr pointierter und streitbarer Philosoph. Ich möchte gerne mit Ihnen in dieser Sternstunde Philosophie über seine Philosophie sprechen, über seine Pädagogik sprechen und gerade mal anfangen mit dem kritischen Rousseau. Sie haben es schon erwähnt, er gilt als Kulturpessimist. Wie kommt's? Ja, also das ist eine interessante Frage. Irgendwie diese Idee der Kulturkritik, der Wissenschaftskritik, die ist natürlich nicht vom Himmel gefallen mit dem ersten Diskurs von Rousseau. Oder? Es gibt bei den Humanisten, es gibt im Mittelalter eine lange Tradition. Oder? Es gibt die Schrift von Cusanus, De Docta Ignorantia, über die gelehrte Unwissenheit. Es gibt von Petrarca eine Schrift, die die Unwissenheit lobt. Es gibt von Erasmus, das Lob der Torheit. Es gibt von Agrippa eine ganz stark wissenschaftskritische Schrift, die Rousseau selber transkribiert hat. Also das ist nicht vom Himmel gefallen. Es gibt diese Tradition der Wissenschaftskritik, der Luxuskritik, immer sehr stark religiös motiviert, auch bei den Humanisten. Also das hat Rousseau aufgegriffen. Aber er hat es eben quasi neu entwickelt. Erstens einmal in einer Zeit, die nicht mehr kulturkritisch war oder wissenschaftskritisch, sondern die aufklärisch war, fortschrittsgläubig, Aufbruchsstimmung. Und in diese Aufbruchsstimmung hinein, in diesen Optimismus hinein, hat er seine Schrift lanciert, quasi als Gegenmodell. Und das hat natürlich schockiert. Und dann hat er eben diese Kulturkritik auch, wie soll ich sagen, rein säkular, aus einer Analyse der Gesellschaft heraus entwickelt und nicht mehr mit religiösen, primär religiösen Versatzstücken oder nicht primär mit einer fideistischen, also auf den Glauben bezogenen Argumentation, sondern eigentlich mit einer, wie soll ich sagen, sozialphilosophischen, kulturimmanenten Argumentation und Kritik. Und das hat, glaube ich, diese Wirkung dann eben nicht verfehlt. Das hat schockiert. Und schockiert oder aufgefallen ist Rousseau ja eben mit seinem Diskurs, mit seinem ersten Diskurs, Sie haben es bereits erwähnt. 1750 hat die Académie de Dijon eine Preisfrage gestellt. Das ist eine Art, eine Institution zur Förderung der Wissenschaften. Die gibt es heute noch, die schreibt auch heute noch Preisfragen aus. Und Rousseau hat teilgenommen an diesem Wettbewerb und eben geantwortet mit seinem Diskurs über Kunst und Wissenschaft, 1750. Und er kommt ja zu einem vernichtenden Resultat. Er sagt, Kunst und Wissenschaft haben den Menschen überhaupt nicht vorangebracht, sondern eher verdorben und ins Abseits gestürzt. Noch einmal, wie kommt das zustande? Warum ist er so negativ? Also zunächst einmal kann ich dazu sagen, das ist auch ein Beispiel, wie ein Philosoph öffentlichkeitswirksam sein kann, nämlich dadurch, dass er nicht eine These möglichst differenziert darstellt, hin und her und für und wieder, sondern einfach klar sagt, Wissenschaft, Kunst, unter dem Strich negativ, Punkt. Oder? Und das haben alle dann begriffen und können darauf reagieren. Ich denke eben, dass er einerseits auf alte Themen aufgreift. Was er aber zeigt irgendwie ist, dass der Mensch durch die Technik, durch die Wissenschaft seine Fähigkeiten auslagert, seine Fähigkeiten multipliziert und gleichzeitig seine persönlichen Fähigkeiten schwächt. Oder? Also der Mensch wird durch die Technik, gemäß Rousseau, zu einem mächtigen Schwächling. Oder? Einerseits hat er neue Machtmittel, die weit über das hinausgehen, was ein Mensch natürlicherweise leisten kann. Andererseits verkümmern aber die natürlichen Grundfähigkeiten, so etwas wie Tapferkeit, Standhaftigkeit, Ausdauer. Und das stellte dann Rousseau auch so mit einem Macho-Vokabular dar, oder? Also, nicht wahr, die männlichen Tugenden gehen verloren, der Mensch in der Technik verweichlicht, und das hat er mit weiblichen Adjektiven ausgedrückt. Das ist also ein Macho-Jargon etwas, was heute sehr befremdend wirkt. Aber ich glaube, das ist die Grundidee, oder? Diese Verweichlichung oder Schwächung des Menschen eigentlich dadurch, dass er sich immer raffiniertere Instrumente gibt und natürlich dann eben auch von diesen Instrumenten abhängig wird. Und hinzu kommt dann die zweite Überlegung, nicht nur wird der Mensch selber schwächer, sondern die Technik selbst, die Wissenschaft, entwickelt eine Eigendynamik, die der Mensch nicht mehr kontrolliert. Auch das kann man natürlich mit anderen Denkern und Traditionen in Verbindung bringen. Rousseau behauptet ja, dass alle Wissenschaft aus Lastern entstehe, also beispielsweise die Mathematik aus Geiz,
die Rhetorik aus Ruhmsucht oder die Physik aus irgendwelcher eitler Neugier. Herr Schönemann, Sie sind selber Wissenschaftler. Warum sind Sie denn Wissenschaftler geworden? Ja, erst einmal glaube ich, also dass Rousseau das natürlich so dargestellt hat, aber er musste sich ja dann auch verteidigen. Zum Beispiel hat der König von Polen eine Streitschrift geschrieben gegen diese Diskurs, oder? Und dann hat Rousseau geantwortet und er hat gesagt, ja, er halte ja doch nicht die Wissenschaft an und führe sich für schlecht, sondern er bezweifle einfach, dass die Menschen richtig damit umgehen können, oder? Und ich denke, erstens einmal teile ich dieses Pauschalurteil von Rousseau nicht gegen die Wissenschaften und Künste. Ich sehe eher eine Ambivalenz oder eine ständige Ambivalenz. Es ist ein ständiges Damoklesschwert, was wir mit der Wissenschaft machen, wie wir mit der Technik umgehen. Natürlich ist die Kunst ein Stelldichein der Eitelkeit und so weiter und so fort. Aber es ist doch eine enorme Bereicherung des menschlichen Lebens. Also ich kann dem sehr viel abgewinnen. Ich würde nie so eine klar negative These vertreten. Und eben Rousseau eigentlich hat gesagt, es gäbe schon die Möglichkeit, sinnvoll mit Kunst, Wissenschaft, Technik umzugehen, aber der Mensch ist dazu nicht fähig, weil eben quasi die Kunst und die Wissenschaft diese Eigendynamik auch entwickelt und die Menschen schwächt, die Menschen verführt. Also in dieser ersten Schrift im Grunde genommen ein sehr negatives Bild der Zivilisationsgeschichte als Geschichte des Niedergangs, kann man fast sagen. Rousseau hat damit dennoch den ersten Preis dieser Académie de Dijon gewonnen und er wurde fast schon über Nacht berühmt. Er wurde zu einem intellektuellen Star, kann man sagen. Können Sie sich das erklären? Ja, das hat verschiedene Gründe, aber ich glaube, dass halt eben die Klarheit der These eine Rolle spielte, die Gegenläufigkeit der These zum Mainstream, zum Zeitgeist. Eben in der Aufklärung, Bildung und Wissenschaft waren hehre Werte, die man fördern wollte. Genau, genau. Und es ist natürlich auch der Ansatz natürlich dieser gesellschaftskritischen Spitze. Nicht wahr? Wer hat denn die Künste gepflegt und wer hat besonders sich in den Wissenschaften ausgezeichnet? Das war ja immer auch eine bestimmte Schicht von Menschen, eine bestimmte privilegierte Klasse. Und Rousseau hat natürlich mit seiner Wissenschafts- und Kulturkritik nicht einfach diese als objektive Entitäten kritisiert, sondern immer auch die Menschen, die sie betrieben. Nicht wahr? Eine der Thesen ist ja eigentlich in diesem Buch schon angelegt, die nachher in allen Werken von Rousseau eine wichtige Rolle spielen wird, nämlich die These, dass der Mensch von Natur aus eben gut sei und eher verdorben wird durch die Gesellschaft. Also der Mensch ist von Natur aus gut. Und genau diese These hat auch die Schulklasse diskutiert, die wir besucht haben. Wir haben dieses Gespräch ja in der Reihe Classical Reloaded geführt und wir besuchen da jeweils Schulklassen. Diesmal war die Schulklasse 3a an der Kantonsschule Wil an der Reihe. Und wir wollen sehen, was die Schülerinnen und Schüler zu diesem Thema zu sagen haben. Wir haben uns in letzter Zeit intensiv mit diesem Philosophen beschäftigt, mit Jean-Jacques Rousseau. Wir haben einzelne Werke von ihm ausschnittweise gelesen, insbesondere die Abhandlung über die Ungleichheit und das Erziehungsbuch, den Erziehungsroman Emil oder über die Erziehung. Eine der Kernaussagen von Rousseau ist, der Mensch ist von Natur aus gut. Was genau meint er damit? Ja, ich glaube, dass der Mensch eigentlich als gutes Wesen geboren wird, aber dadurch, dass er sich dann an der Gesellschaft beteiligt und ein Teil davon ist, wird er verdorben und ja, geht dann wird zu einem schlechten Mensch. Ich fand es so spannend, dass vor allem die Gesellschaft für das Individuum eine sehr große Gefahr darstellt, da es dort auch zu Ungleichheiten und Ungerechtigkeit kommen kann. Ich würde vielleicht eher sagen, dass der Mensch in Natur in einem neutralen Zustand ist, also weder gut noch schlecht, und sich dann, sobald er sich in die Gesellschaft integriert, entscheidet, ob er gut oder schlecht ist. Ja, Herr Schönewall, Dario Stadler und Raphael Kuster sagen in diesem Beitrag oder bringen die These nochmal zum Ausdruck, dass Rousseau eigentlich der Meinung sei, dass das Problem der Gesellschaft vor allem darin besteht, dass in der Gesellschaft Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten zustande kommen und das den Menschen verderbe. Was ist da eigentlich die Idee von Rousseau? Ja, man kann sich ja fragen, was heißt denn von Natur aus gut oder was heißt da Natur, nicht wahr? Und ich denke, das ist bei Rousseau schon ziemlich kompliziert. Also einerseits bezieht er sich natürlich auf einen Naturzustand. Also irgendwie kann man das evolutionär nachvollziehen. Er geht zurück in der Geschichte, oder? Und sagt irgendwie, der Naturmensch, der hat eben quasi noch keine Arbeitsteilung, der ist noch nicht sesshaft gewesen, niemand hat ein Stück Land für sich in Besitz genommen.
Also der Mensch war eigentlich ganz bei sich, hat nur seine natürlichen Bedürfnisse befriedigt. Und dann sagt er aber,